Die einzelnen Lokalisationen des rheumatischen Geschehens verraten die spezielle Thematik. Probleme an den Fingergelenken zeigen so Konflikte, das Leben in den Griff zu bekommen. Beschwerden in den Handgelenken deuten auf Konflikte um die Handlungsfähigkeit. Die Ellbogen veranschaulichen Auseinandersetzungen um die Durchsetzung der eigenen Interessen im Sinne der Ellbogenfreiheit. Rheumatische Zehenschmerzen deuten auf Stress, den eigenen Platz zu finden, Wurzeln zu schlagen und sich zu verankern. Fußgelenksbeschwerden sprechen für Konflikte, rechtzeitig den Absprung zu bekommen. Kniegelenksprobleme verraten Demütigungen oder Demutsdefizite. Hüftgelenksprobleme zeigen Konflikte um den Fortschritt im Leben und im Hinblick auf den Lebensweg und Sinn.